Hallo, hallo. Schönen guten Tag. So, hier habe ich eine von den mehr, vielen Schablonen Sets von Action mit den Häusern, ne? Mal rausgeholt, ist ja eine Kirche und so weiter, ne? Auch kleine Motive, ne? Da steht ja auch diese ganze, auch der Zaun, auch Fenster und Straßenlaterne, Tür. So, noch kann man noch nachschmücken. Ja, und sind ja schön groß. Und deswegen dachte ich, baue ich mal erstmal diese Teile erstmal vorbereiten, meine ich. Und dann schaue ich mal, wie ich die dann werde, verwende dann beim Kartenbasteln oder vielleicht Alben oder Boxen. Ne? Aber mir wahrscheinlich für Karten. Auch diese Tunnelkarten, die sind ja auch echt passend für solche Motive und Themen. Ne? Ja, und ist ja eine Menge. Habe ich da mir was ausgestanzt. Ja, ich hatte ja diese Fotobücher da gebastelt und die Papiere, ne, die ich da genutzt hatte, sind ja auch viele so vintage eigentlich meistens. Und da sind auch Rückseiten, so mit auch Holzmaserung, auch Stein und so was, Mauer und sowas, ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, diese Farben, die würden passen für Haus, für die Wände, für und so, ne? Ja, nur verschieden habe ich sie jetzt aufgelegt. Das ist sozusagen die Kirchen. Habe ich jetzt wie viele? Vier Stück. Ne? Und am meisten gefällt mir dieses. Aber es kommt darauf an, auf welche Karte. Wenn es eine dunkle Karte ist, geht auch geht die helle. Aber wenn es der helle Hintergrund ist, kann man auch eine dunklere dann einfach hinstellen. Ne? So ein bisschen mal aufpeppen und dann ja. So, dann werde ich mal schauen, wie viel mal habe ich es jetzt vorrätig, weil ich dachte, es kann auch eventuell doppelt zweischichtig gemacht werden, ne? Für vielleicht diese Haptik, das ist so eine verstärkte, sind dann Teile, ne? Werde ich mal schauen. Deswegen sind da verschiedene und die kann man dann auch gucken, was man da obendrauf verwendet und was dann auf die Rückseite dann klebt, ne? So, dann muss man das erstmal alles. Ich habe das auch hier mit den ganzen Kleinteilen auch erstmal aufgehoben. Mal gucken, kann man ja auch mit den verschiedenen dann die Flächen dann ausfüllen. Auch möglich, ne? Obwohl ich möchte schon mal gelb hinter die Fenster machen, ne? Ist schön, aber gelb Nuance, werde ich mal schauen, welche dann. Ja, guck doch, habe ich ja einige ausgestanzt. Auch die Bäumchen habe ich unterschiedliche Papiere genutzt. Und da kann man auch so lassen. Man kann es auch ein bisschen distressen, so mit Farbe, so ein bisschen die Umrisse oder vielleicht auch sogar den. Die Krone, den Baum oben, diese ganze Krone kann man ja nochmal auflegen, ne? Ausstanzen mit einer anderen Farbe wäre dann vielleicht möglich, so zwei übereinander sozusagen wäre auch, ne? Aber werde ich dann schauen, wie weit das mir dann gefällt. So ist ja auch der Zaun dabei, ne? Die Straßenlaterne,
Ist echt schön hier auch. Kleine, wie heißt der Buchsbaum? Auch kann man davor stellen. Ist auch schön, ne? So auf kleine Motive. Und sogar die aus dem Dach, diese Dachschrägen oder wie heißen diese, sind ja auch, kann man ja noch was tauschen, vertauschen, so ein bisschen farblich, ne? Auf die Variante. Und da habe ich die diese Ecken, solche habe ich auch gelassen, dachte ich mal gucken. Dann, es sind noch Türen, die kommen auch irgendwo hin, so. Ich glaube, da war ein Teil hier, glaube ich, ist keine Tür. Da kann man die Tür dran machen, ne? Oder hier hin. Ich glaube, hier war es gedacht. So. Und auch in verschiedenen Farbvarianten. So. Bäume. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann ist es je 5 Mal wohl. So, und die zwei Teile, die sind auch, da ist nur ein Fenster und das ist nur eben mit Tür auch ein Fenster. Da kann man auch zwei Seiten sogar machen, ne? So, oh, die Sonne spielt heute auch. Fenster geht weg, kommt wieder raus. Ja, so. Ja, manche Teile lassen sich so schön, so gut stanzen. Ich bin echt voll begeistert. Die Schablonen sind top. Auch hier Herzchen. So, das ist dann der Zaun hier. Ja, und aus den Dächer, ne, fallen ja auch solche Abschnitte noch raus. Das betont dann die Ziegel, ne, und da kann man auch noch schauen und da was noch ein bisschen kombinieren, ne. So, der Zaun. So, hab das alles aussortiert. Aber ich glaube, die ist kleine Zeug kommt weg. Und ich habe noch auch kontrastfarbige Teile ausgestanzt, noch so ein kräftiges Karton Kartonkartstock in Kirschrot, richtig so ein starkes Rot und in Braun noch, ne? Und das kommt auch noch alles mal alles raus mal und werde ich dann ein bisschen schauen, ob ich da Teile ausschneide, vielleicht das Dach und die dasselbe das Gebäude, ne, dass ich dann vielleicht so zweifarbig mache. Man kann dann auflegen zwei verschiedene Sachen. Ne? Werde ich noch probieren, wie das dann aussieht, aber ich glaube, könnte ich machen. Und deswegen habe ich jetzt auch noch sowas ausgestanzt. Und da kann man ja auch hier diese Teile dann hinein kleben, ne? Wäre auch so in anderer Farbe oder ganz das Dach, wenn ich das so abschneide und da kann man dann kombinieren oder das selber das Gebäude ist dann rot, das Dach dann braun oder so oder andersrum oder auch ja, ich würde sagen, man kann auch ein Dach auflegen dazu und das ist auch echt interessant, hübscht auf oder einfach diese Fenster
diese Fenster, wieder Fensterläden, ne? Kann man ja auch dann, wenn einfach so da so auflegen, ne? In dem Teil, wenn auch das Dach so wird und das da auch interessant, ne? Oder hier das kleine, deckt das ganze Haus was ab, aber ist auch echt schön, ne? Ich weiß nicht, wie man es sehen kann, das, weil blendet die Sonne. Ja, und deswegen, ne, habe ich die da auch jetzt noch einiges. Einfach das, so ein Blatt, ein Bogen habe ich auf beiden Seiten einfach aufgelegt, ausgestanzt und das kann ich dann zweifach, dann habe ich es. Ne? Weil ich eh unterlegen plante und da kann man ja gucken, was da vielleicht oben drauf kommt und was drunter. Ist auch schon stabile Ganzstück, ne? So. So, ich lege es mal hier, hier drauf. So, ne? Noch die kleinen Teile dann dazu noch. Na komm. Hier, das ist auch aus dem Häuschen und so. Das kommt auch noch. So, sogar so ein Schnörkelelement, ne? Im Dach da so. Sieht auch schön aus. Kann man dann tauschen, ne, die Elemente untereinander so ein bisschen. Und das ist dann auch hübsch. So, habe ich jetzt diese Teile auch alle rausgetrennt, rausgelöst. So. Dann. Und hier eben dann. Braun, ne? Das ist so ein Senfbraun, auch so ein gleicher Cardstock, so ein bisschen wie so eine Leinstruktur hat er, so ein so, und dann kommen noch diese Teile. Ja, finde ich, ist auch so, also passend, ne, zum Dorf oder Stadt, Häuser zu gestalten, ne? Ist ja so, dass man hat immer sehr viel Vorbereitungsarbeit, ne? Bis man zum selbst schon basteln kommt, so ich meine, zum Gestalten des Projekts, da ist es immer, braucht man. Meiste Zeit ist das erstmal vorbereiten, ne? Alle Teile. Doch, diese alle Elemente sind echt gut. Kreiert sozusagen, gezeichnet worden und dann auch in Standschablonen so verwirklicht, ne, dass die da auch da schönes Ergebnis rausgeben, finde ich echt schön. Sogar Lebkuchenhäuschen, die sind ja auch, kann man ja so auch jetzt
als ich das jetzt so in dieser Braunfarbe, ne? Aber ja, top. Lebkuchenhäuschen mit Weiß kombinieren und so ein bisschen paar Teile dazu dran. Und dann ist es auch interessant. Ja, sowas. Ja, die Kirche ist auch echt schön, ne? Dieses Kirchenhaus, dann dieser Glockenturm, ne? Echt schön so alles. Nicht unbedingt klein, ne? Hat schon so eine gute, so eine Größe. Auch die Straßenlaternen, guck mal, die sind auch in der Farbe, sind sie auch okay. Kann man ja auch hinstellen, ne? Ja. Wäre klar, es gibt ja auch andere Hersteller, die machen auch extra, auch die Dächer kann man dann getrennt haben, doch zum Auflegen, auch sogar diese, wenn weihnachtlich dort diese Schneeumrandung auf dem Dach und so, ne, gibt es auch, aber man kann es auch selbst noch herstellen, wenn es nicht ist, dann eben ausschneiden, ne. Bisschen Hand anlegen, ne? So. Ja, diese schnörkelige Motive sind ja auch noch Elemente, meine ich. So. Ja, genau, das ist auch schon was. So, ich habe mir diese Blöcke rausgeholt und ich würde sagen, für die Fenster ist dieses Gelb so ein ganz leichtes und Senfgelb oder so ein ruhiges Gelb, ne? Weil ich habe auch noch. Nein, komm. So, das zum Vergleich ist ja zu stark, finde ich. Das ist sehr, ne? Und da habe ich jetzt das rausgeholt und werde wohl die Häuschen da, ja, ich glaube, ich kann da einfach so einen Umriss und innerhalb dann ausschneiden, dass man da für die Fenster was hat, weil da oben, ja, ich werde mal gucken, wie ich das mache, dass ich eventuell vielleicht sowieso als Hintergrund das Motiv werde nutzen. Und da kann ich hier einfach so, wenn ich da oben, na komm, Seite. Oh, meine Zippeln die. Und da kann man das dann so drumherum malen oder ich nehme die Schablone dazu. Und dann. Ich glaube, ich. Könnte die dann prägen, ne? Nicht schneiden, sondern prägen die Schablonen, dann hätte ich das da drunter. So, ich habe jetzt so rundum einfach mit dem Stift einen Kuli da gezeichnet, so drumherum, so Linien gezogen und innerhalb der Linie werde ich es dann ausschneiden. Mittig, dass es nicht rausguckt zu sehr und dann unterkleben, ne, drunter kleben.
Und dann kann man das bisschen, den Rand so ein bisschen mit Braunfarbe distressen. Und dann sieht man das Unterteil nicht, würde ich so sagen, dass das so gemacht wird. Oder einfach auch kleine Stückchen könnte man ja vielleicht ist dann nur Fenster oder nur unterlegen, aber ich glaube, es wird besser, wenn ich es ganz flächig mache. Ne? Da braucht man nicht dann was noch kaschieren oder so diese Höhen und Tiefen da ausgleichen müssen. Ne? Ich probiere es mal so aus. Wieder ein Projekt. Glaube, wird sich dann wieder ein bisschen hinausziehen. Ja, so. Wie gesagt, ne, dann schneide ich eben diese Linien drumherum ab. Kommen weg. Innerhalb der Linie. Und dann habe ich da nichts, was rausguckt. Ne? Würde ich sagen. So, und dann lege ich das so drauf. Schade, dass man diese ganze Schablone nicht hat, die, ja, guck mal, das passt top. Auch zum Gesamt, ne? Ohne innere Teile wäre noch so eine Schablone, ne? Den Grundriss wäre auch schön. Aber so doch, das kann man so hinkriegen. Ich schau mal bei Rot. Ich werde es ja eh noch umdekorieren, ne? Da kommt vielleicht ein Dach noch drauf und die Glockenturm wird der Turm vielleicht noch akzentuiert, ich weiß nicht, mit anderem kann auch sein. Und da wäre es dann, dass man da so das unterlegt. Und das kann ich jetzt als Schablone schon eben, wie viele habe ich da? 4 Stück oder 5 Kirchen und dann eben so viele dann ausschneiden und da hat man die. Aber ich glaube, die Farbe ist top dafür. Drunter, ne? So, das erstmal. Weil Fenster, Licht in den Fenster ist immer echt wichtig, ne? Aber es sieht man auch kaum. Es hängt ja ab, auf welchen Untergrund ich dann, Hintergrund dann kommt auch da drunter. Ja, guck mal. Gelb würde ich sagen, ja, das ist okay. Dieser Ton. Und ja, ist echt ein schöner. Und da ist ja die Innenseite weiß, die Unterseite, ne? Habe ich da einige von den Blöcken mir mal damals geholt. Und ich glaube, das ist aus diesem Set raus. Dieses Gelb, ne? Und da sind ja diese Farben. Ich blätter mal durch dieses, ne? So, und die bisschen in die Beige-Richtung. Auch, ne, das Hellblau für Himmel. So weiter, das ist schön. Oder hier noch, ne, ist auch weiß drin. Ist auch ein schöner. Auch diese Rundungen, ne, diese Ausstanzung ist auch schön. Kann man schon was machen, Wölkchen oder auch das Grau, guck mal, ist echt schön. Und dieser, so ein Beige-Grau und das ist auch so wie so ein Champagnerfarben. Ne? Ja, okay, so, dann ist das erstmal soweit, werde ich noch weitermachen und auf der Stelle erstmal mache ich Schluss und danke fürs Zuschauen, bis demnächst, tschüssi.